WW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt, herzlich willkommen. Bei der BASF in Ludwigshafen hat es heute gegen 11.30 Uhr im Landeshafen Nord eine gewaltige Explosion gegeben. Dabei gab es Meldungen zufolge einen Toten, 4 Verletzte, 8 Menschen werden noch vermisst. Ursache sollen Arbeiten an einer Rohrleitungstrasse sein. In dem Hafen wird Öl und Gas angeliefert. Eine mehrere hundert Meter hohe Rauchsäule zog in Richtung Mannheim. Ein Krisenstab gab eine Gefahrenwarnung heraus. Türen und Fenster sollten geschlossen bleiben. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer hat bei einem Besuch der Hochschule Reutlingen die Bedeutung des Wissenstransfers zwischen Hochschulen, Universitäten sowie Unternehmen und Wirtschaft herausgestellt. Nur durch eine intensivierte Vernetzung dieser beiden Bereiche könne das Land und die Unternehmen im Kampf um globale Märkte bestehen. 5 Fakultäten, mittlerweile 6 eigene Lehr- und Forschungszentren für forschungsorientierte Masterprogramme. Studieren möglichst nah an der angewandten Praxis und dem Bedarf der Unternehmen. Die Hochschule Reutlingen ist seit langem eine Erfolgsgeschichte. Rund 6.000 Studenten, ein Wachstum von knapp 60% seit 2007. Unter dem Stichwort des Wissenstransfers zwischen Unternehmen, Wirtschaft und Hochschule soll das Profil jetzt weiter geschärft werden. Denn nur so könnten das Exportland Baden-Württemberg und seine Unternehmen im Kampf um globale Märkte gesichert werden, so der Tenor der von der IHK Reutlingen und der Reutlinger Hochschule initiierten ersten Veranstaltung Wirtschaft trifft Wissenschaft. Ein Kooperationsgedanke, der Unterstützung braucht. Von den Firmen erwarten wir tatsächlich auch finanzielles Engagement, weil wir nur dann sagen, wir wollen diese Studiengänge, wenn Firmen bereit sind, hier rein zu investieren, dann wissen wir, dass es auch das richtige Programm ist. Der Ausbau strategischer Partnerschaften sei das Gebot der Stunde, so auch die Gastrednerin, Wissenschaftsministerin Theresia Bauer. Berühmter Satz von Henry Ford, der sagte, fast jeder kann einmal eine Idee haben, was wirklich zählt, aus dieser Idee ein praktisches Produkt zu machen. Also wir brauchen gute Ideen, das ist klar, aber wir brauchen vor allem auch den Mut und das Durchhaltevermögen, diese in sinnvolle Produkte und Dienstleistungen umzusetzen. Hierfür seien anwendungsorientierte Studieninstitutionen wie die Hochschule Reutlingen geradezu prädestiniert. Die großen Herausforderungen der Gegenwart wie Energieversorgung, Umgang und Begrenzung des Klimawandels, die Entkopplung des Wirtschaftswachstums vom Ressourcenverbrauch, das Thema Digitalisierung, all diese großen Themen oder neue Mobilität, all diese großen Themen sind nur dann zu bewerkstelligen, wenn wir den Schulterschluss herstellen zwischen exzellenter und innovativer Forschung und dem unternehmerischen Know-how. Die vorhandenen Kooperationspotenziale seien bei weitem nicht ausgeschöpft. Mehr Forschung und Verknüpfung mit der Wirtschaft, das ist auch das Thema, das IHK-Präsident Christian O. Erbe umtreibt. Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften lehren nicht nur, sie sind zunehmend, und das wissen Sie alle auch, in der Forschung aktiv. Das halten wir prinzipiell für den richtigen Weg. Wichtig dabei ist aber, dass die Forschungsaktivitäten insbesondere zum Wohle der Innovationsfähigkeit kleiner und mittlerer Betriebe ausgebaut werden. Denn genau diese hätten oft keinen Zugang zu eben solchen Forschungsaktivitäten. Wie Bauer tritt auch Erbe für neben bereits laufenden projektbezogenen Kooperationen für zielgerichtete große strategische Forschungskooperationen ein. Und wie Bauer und Brumme will die IHK, dass mehr Studenten den Sprung zu Spin-offs und Start-ups schaffen. Zusammen wollen wir die Hochschule Reutlingen in 10 Jahren auf das Siegertreppchen der besten Gründerhochschulen Deutschlands heben. Die Landesregierung hat dazu auch ein Förderprogramm Gründung in Forschung und Lehre ausgeschrieben. Die Resonanz an gut ausgearbeiteten Konzepten, so Bauer, sei überwältigend. Darunter auch das Projekt Spinnovation, an dem die Hochschule Reutlingen beteiligt ist. Nach der Einigung auf eine Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen kann Baden-Württemberg mit rund 960 Millionen Euro mehr pro Jahr ab 2020 rechnen. Der bisherige Länderfinanzausgleich mit Geber- und Nehmerländern wird abgeschafft. Stattdessen erhalten alle Länder vom Bund mehr Geld, zunächst 9,5 Milliarden Euro pro Jahr mehr. Damit haben sich die Länder mit dem Vorschlag der Ministerpräsidenten vom Dezember 2015 durchgesetzt. Die Geberländer Bayern, Baden-Württemberg und Hessen hatten eine Reform des Finanzausgleichs gefordert. Der Bund konnte sich indessen mit einer strengeren Kontrolle der Länderhaushalte nicht durchsetzen.
Zur Inkraftsetzung ist eine Grundgesetzänderung notwendig. Rund 14.500 Flüchtlinge haben im Land bis zum 30. September bisher eine Arbeit aufgenommen. Die meisten von ihnen allerdings im sogenannten Helferbereich: Reinigung, Bau, Landwirtschaft, Gastronomie oder Metall. Das hat jetzt das baden-württembergische Wirtschafts- und Arbeitsministerium bekannt gegeben. Laut der aus Balingen stammenden zuständigen Ministerin Nicole Hofmeister-Kraut sei dies hinsichtlich der Integration eine sehr erfreuliche Entwicklung. Die Südwestwirtschaft benötige Fachkräfte, die Perspektive für Flüchtlinge sei damit gut. Zum neuen Ausbildungsjahr haben rund 600 Flüchtlinge eine Berufsausbildung aufgenommen. 2016 sind rund 98.000 Flüchtlinge nach Baden-Württemberg gekommen. Drei Viertel der als arbeitslos Registrierten haben noch keine Berufsqualifikation. Zwei Drittel sind im ausbildungsrelevanten Alter zwischen 15 und 35 Jahren. In Freiburg hat eine Joggerin am Samstagmorgen die Leiche einer 19-jährigen Studentin entdeckt. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Die Tote lag in der Dreisam nahe dem Schwarzwaldstadion. Wann, wie und wo die Studentin getötet wurde, ist noch unklar. Die Polizei hat eine 40-köpfige Sonderermittlungsgruppe eingerichtet. Soweit die BW1-Nachrichten, jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Webseite unter www.bw1.de. Auf Wiedersehen. Durchwachsen präsentiert sich der Dienstag in Baden-Württemberg. Es gibt sehr wechselhaftes Wetter. Schauer und sonnige Abschnitte wechseln sich ab. Am freundlichsten ist es noch am Oberrhein und am Bodensee. In Heilbronn und im Hohenlohischen zeigt sich die Sonne gar nicht. Die wärmsten Temperaturen werden am Oberrhein erreicht. Dort sind es 16 Grad. Im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb liegen die Werte bei maximal 11 Grad. Am Mittwoch noch mehr Regen und weniger Sonne. Es bleibt im ganzen Land wechselhaft. Die Höchstwerte liegen in Breisgau und Ortenau bei 12 Grad, in der Landeshauptstadt bei 11 Grad und im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb bei 7 Grad. Musik.